versegelt. Ich starte mal den Stream. Ah ja, start mal. Hallo, herzlich willkommen zu den Barbaren Bros. Wie ihr seht, haben wir die Small Sale wieder dabei, weil wir auch mal ein bisschen austesten wollen, ob man damit jetzt besser segelt. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, sorry. Bitte. Nein, ich eigentlich. Ich hab mein ganzes Geld gerade für einen Rumpf ausgegeben. Ich sehe übrigens nichts. Oder ist das der neue Rumpf? Ich glaube nicht, aber vielleicht muss man das. Ah, Schiff Anpassungsbrühe öffnen, hier bei mir. Ah, genau. Ach, wir können hier aber auch. Aber du hast den ja nicht. Den hab ich. Ja, aber wir können ja auch. Kann ich an die Kiste, wenn du da dran stehst. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen umdenken, denn. Achso, da waren die Kanonen okay. Wieder oben. Mr. Tobi, ich bin auf Beute und Reichtum aus. Wie sieht's bei Ihnen aus? Oh, der sieht ja blöd aus. Der sah im Prospekt ganz anders aus. Man sieht, ich muss jetzt einmal gucken. Der ist irgendwie grünstichig. Ich finde ihn ganz nett. Golden. Und ich habe uns neue Segel gegeben. Sagen Sie zu den neuen Segeln. Ja, vielleicht sollten wir sie setzen, damit wir das sehen. Ja, warten Sie, hier sind noch mehr Sachen gerade. Oh Mist, jetzt sind die Fässer hier wieder woanders. Seefahrerbindungsfeier. Seefahrerkanone. Rumpfanstrich, Steuerrad. Ah ja. Gut. Wollen wir uns auf den Weg machen, Mr. Tobi? Oder wollen Sie erst noch das Schiff? Wollen wir noch ein bisschen Zeug vollladen? Wow. Ich glaube, wir haben jetzt. Ne. Holzbretter. Was man hier so noch findet, ne? Nun aber, ich bin derweil froh, wenn wir in See stechen und ein bisschen Abenteuer und Schätze suchen. Ja. Captain, dann sollen wir uns überlegen, wo wir hinfahren. Ja, wir steuern erstmal eine Insel an oder möchten Sie gerne mal hier eine. Also es geht ja erstmal jetzt, dass wir eine Mission beginnen. Möchten Sie vielleicht hier irgendwo eine Mission kaufen? Oder wie ich das gerne machen würde. Warum frage ich Sie eigentlich? Ich bin doch hier der Captain. Wir suchen uns eine Mission. Das hat immer gut funktioniert. Das ist Seefahrertradition. Achso, und Ihren Ratschlag möchte ich gerne beherzigen. Und mich mit allem ausrüsten, was man bei einer guten Seefahrt so braucht. Und dann können wir den Anker lichten. Mr. Tobi, Sir. Wo ist denn der Anker? Ach, hier oben. Ja. Das ist immer voll das Umdenken, ja. War das ein Hund? Nein. Wir müssen sich irren. So, schauen Sie doch mal unten auf die Karte. So, nee, das ist nicht. Wo kämen wir denn hin, wenn wir geradeaus fahren? Oh, Kraken's Fall. Jawohl. Etwas nordöstlich, aber fast nördlich. Etwas nordöstlich, aber fast nördlich. Sehr gut. Was heitert mich immer auf? Grog? Oh ja! Lustig ist das Piratenleben, fahr der, oh! Warum kommt der Wind jetzt hier wieder von vorne? Es ist ja unerträglich. Ja, hier kann ein Mann alleine steuern, wirklich. Das ist schon was anderes. Als bei der. Jetzt bräuchten wir,
White Flag. Ja, das ist schon praktisch. Der andere kann sich dann mit was anderem beschäftigen. Ich nähe es. Oh nein, das wird vielleicht nicht gut ausgehen. Vielleicht aber doch. Wenn es gut ausgeht, werden alle mich bejubeln. Dieser verfluchte Nordwind. Oh nein. Was denn? Sehen Sie vielleicht irgendwo Möwen, Mr. Tobi? Sonst gehen Sie doch mal in den Ausbruch. Ja, gleich, Captain. Er ist gerade einer angebissen. Er ist bestimmt 5 Zentner schwer. Braucht man zum Hochseeangeln eigentlich eine Lizenz? Nicht, wenn man Pirat ist. Nicht, wenn Sie eine Piratenlizenz haben. Oh, Captain, Captain, Captain. Oh, ein schöner Fisch. Kann man den braten? Natürlich, Captain. Ich glaube, die kann man sogar verkaufen, wenn man sie gebraten hat. Und dann kommen Sie mal hier rauf, bitte. Wir müssen uns nur nördlich halten. Ja, ich versuche es ja. Und wenn Sie denken, dass ich betrunken bin, weil ich Schlangenlinien fahre, haben Sie nur zum Teil recht. Warum drehen Sie denn die? Warum drehen Sie denn die Segel in den Wind? Also aus dem Wind. Warum fangen Sie an, die Segel zu drehen? Aber fängt hier irgendwas an zu tun? Ich bin völlig verwirrt. Gucken Sie mal auf 12 Uhr, wenn wir an der auf dieser Welle vorbei sind. Da hinten ist doch irgendwas. Ja. Ich glaube, das ist eine andere Insel. Okay. Ist Backbord von uns auch eine Insel? Die würde besser im Wind liegen. Backbord? Naja, hinter uns ist eine Barnacle Cay. Aber die ist etwas weiter weg, sind fast da. Also vor uns nordwestlich ist Sharptooth Cay und nordöstlich ist Kraken's Fall. Gehen wir auf den Ausguck. Und esse meinen gebratenen Fisch. Ah, Captain, Steuerbord ist eine Anlegemöglichkeit, glaube ich. Also nicht zu sehr, ein bisschen Backbord halten wieder. Kommen Sie mal runter. Ah, da, So, wir halten jetzt. Jetzt genau, quasi genau flach. Drauf, ne? Da ist flach, genau. Und vielleicht gleich dann noch ein bisschen Backbord eindrehen. Oh nee, ich meinte Backbord. Ist da ein Wrack? Da liegt doch ein Wrack. Aha. Anker bereit machen? Ja, kommen Sie mal runter. Wo ist der Anker da hin? So habe ich mir das vorgestellt. Aber da vorne kommt ein Skelett voraus. Großes Skelett. War Skelett. Anker bitte! Das war knapp, Captain. Das war echt knapp. Augenmaß, würde ich sagen. Kraken's Fall! Auf geht's! Boah, ich hole mir mal wieder meinen Blunderbuster. Wir erkunden die Insel von oben aus. Waren wir hier schon mal? Oh, da ist so eine riesige
Leuchtfackel. Ja, da wollte ich nicht unbedingt hin. Ich würde Ihnen empfehlen, die Kanone ein wenig weiter. Es sei denn, Sie sind schon. Zu spät! Schlangen. Hasse Schlangen. Hasse Schlangen. Toll. Raten Sie, was ich vergessen habe abzulegen. Kanonenkugel? Alles. So ein blaues Feuer da hinten. Ich gehe da mal hin. Naja. Was haben wir hier? Hier ist eine Munitionskiste. Ja, habe ich schon gelootet. Folgen Sie mir, da oben ist so ein blaues Feuerding. Captain! Ja? Ist das unser Schiff? Ich hab's wegen des Segels nicht erkannt. Halte eine Laterne hoch, um Feuer anzuzünden. Leuchtfeuerflamme ausrichten. Flamme von Leuchtfeuer nehmen. Ah ja. Flamme vom Leuchtfeuer kann nicht genommen werden. Ich habe eine blaue Laterne. Das hat sich doch gelohnt. Wenn Sie meinen, Captain. Ich hätte lieber ein bisschen Gold. Hier ist eine Schlange, Vorsicht. Yep. Das passiert, wenn man sich mit Captain Matter anlegt. Man gewinnt. Okay. An Erfahrung. Okay. Muss doch irgendwas sein auf dieser... Captain, da unten funkelt was im Wasser. Im Wasser? Habt ihr das gesehen? Da vorne? Ja. Ja, lassen Sie mal uns mal über diese Landzunge gehen. Wo sind Sie denn? Mr. Tobi. Oben hier auf dem. Okay. Dann kommen Sie zu mir. Ich bin ja unterwegs, aber diese Phantome, Captain. Die hinter Ihnen her, oder? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus von hier. Sind halt Phantome, Captain. Die sind unsichtbar eigentlich. Okay, kommen Sie mal hier zu mir. Und schauen Sie mal in meine Richtung mit Ihrem Fernglas. Fernrohr auf 12. Ist da ein Schiffswrack oder ein weiteres Schiff? Hier nix. Ah, das ist, glaube ich, wieder so eine Insel. Hm. Aber da hinten, da ist ein Schiff. Ja, ne? Hinter dieser Festungsinsel. Nicht dotet. Captain, da haben Sie ein gutes Auge bewiesen. Ah, danke, man nennt mich auch Captain Zweiauge. Was ein sehr ungewöhnlicher Name ist für einen Piraten. Das stimmt. Das stimmt, Captain. Der Name ist wirklich, der ist mir noch nie unten. Sein Name ist mir noch nie untergekommen, Captain. Ihre Eltern müssen stolz auf Sie sein. Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Oh, man kann hier runterspringen. Und da ist eine Person. Interessant, Captain. Kriegt man da Fallschaden im Wasser? Nein. Guten Tag, Person. Mit Lutin Penelope sprechen. Welcome, Pirate. Was würde ich hier haben, wenn ich Lutin Penelope? Ich mag Ihren Namen. Ich lebe hier draußen, weil ich ständig klaue. Immerhin bin ich ehrlich. Du klaust mich aber nicht, oder? Nee. Nee. Außer du schläfst ein oder drehst dich weg oder lässt dein Schiff aus den Augen. Ansonsten nicht. Unser Schiff. Was klaust du so gerne? Ist wie Arbeit, nur dass ich statt zu schuften, Kram einfach nehme und behalte. Naja, sehr riskant, aber lukrativer Lebensstil. Angenommen, Piraten. So habe ich das noch Schuft nie gesehen. Gehört mir. Es heißt klauen oder beklaut werden. Raum oder beraubt werden. Plündern oder geplündert werden. Haben sie dich ins Exil geschickt? Exil klingt so hart.
und ich weiß gar nicht, was das heißt. Aber Cooper aus Gallengrave hat gesagt, wenn er mich nochmal beim Klauen im Laden erwischt, hackt er mir die Hände ab. Und wenn ich dann Haken habe, hackt er mir die ab. Also bin ich untergetaucht. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ich habe überhaupt keine Munition mehr. Oh, die waren mal wieder fleißig. Captain, ich habe eine Schatztruhe gefunden. Und mir gleich meine Prise eingesteckt. Das mache ich immer so. Moment, reden wir jetzt von Schnupftabak oder von Gold? Captain, hier liegt ein Skelett mit einem Eimer am Wasser. Und? Ich glaube, er ist verdurstet. Ich komme mal rum. Was sind denn das hier für komische große... Captain! Möwenschwarm! Achso. Oh. Sie sind doch der Captain. Oder sind wir jetzt beide wieder Captain? Was soll denn das hier bedeuten? Möwenschwarm, sehr gut. Da, Sehr gut. Dann fahren wir dahin, um ehrlich zu sein, diese Insel. Langweilt mich. Dankeschön. Wo haben Sie denn dieses leuchtende Ding jetzt hier gefunden? Das war doch hier irgendwo, oder? Das war, glaube ich, die Schatz. Ich weiß nicht. Achso, das war in so einem Teich drin. Also ich vermute mal, dass die war. Da sind auch noch Sachen drin. Aber Captain, ich finde unser Boot nicht mehr. Ist ja auch auf der anderen Seite, ja. Das macht natürlich Sinn. Ich hatte schon Angst, dass dieser komische Typ oder diese Frau es gestohlen haben. Also eigentlich eine Frau? Ja. Eindeutig. Ich habe es an ihren Haaren, an ihrem Unterlippenbart erkannt. Er war Captain, nicht vorhanden. Bitte halt! Captain, Hinterhalt! Hier rechts ist noch irgendwas, oder? Irgendwie Fische. Captain, ich hab nachgedacht. Oh Mann. Ich hasse es, wenn ein Satz so beginnt. Was denn? Vielleicht sind wir einfach Piraten, die besser im Plündern als im Kämpfen sind. Ich will sowas nicht mehr hören. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir eher Barbaren sind. Wissen Sie, was ich meine, Captain? Ich würde sagen, überlassen Sie das Denken lieber mir. Hi, Captain. Captain, wissen Sie, dass unter Ihrem Namen Castaway of the Blue Horizon steht? Was? Heißt das, ich bin... Heißt das, ich bin Captain der Blue Horizon? Sie sind Schiffbrüchiger der Blue Horizon. Ach, das ist mein Titel. Aber jetzt steht es nicht. Ich hab keinen Titel. Aber ich habe das mal gesehen. Ich könnte auch einen nehmen. Captain, warum ist die Kanone so weit hoch ausgerichtet? Da treffen wir doch gar nichts. Damit habe ich mich hoch auf die Insel geschossen. So, auf geht's. Wo waren die Möwen? Rechts sehe ich Möwen. Moment, da rechts sehe ich auch irgendeine Kiste. Sehen Sie das? Captain, da ist auch eine Kiste auf dem Schiff. Ja. Ich hiss nochmal den Anker. Das heißt Anker setzen, Captain. Was habe ich gesagt? Oh, hier ist, Kisten. Hier sind auch nochmal Kisten. Ach, das ist eine Munitionskiste, die man nicht mitnehmen kann. Dann, ist da vorne eine explosive Kiste mit bei? Ja, da liegt ein Fass. Aber Captain, ich habe schlechte Erfahrungen mit den Dingern gemacht. Soll ich so ein Board holen? Ich würde sagen, nein, kommen Sie mal hier vorne zum zu der Harpune. Brauche ihre Geschicklichkeit hier einmal. Definitiv brauche ich Ihre Zielsicherheit. Captain, ich glaube, wir müssen näher ran. Ich brauche mal ein Harpunier hier vorne. Ja, gehen Sie. Tun Sie irgendwas Nützliches.
Okay. Kommen Sie her und nehmen, ziehen Sie mal das Segel ein. Oh mein Gott, nein. Ich hol schon ein. Nach oben. Ach, das ist bei Ihnen. Ja, ich hab's doch gerade. Ich hab ihn gerade gesucht. Wie nah sind wir? Wir waren schon mal näher dran, Captain. Kommen Sie hier hin und helfen Sie mir mit dem Segel. Und mit dem Anker. Das ist Segel, so auf, Segel auf Segel auf Steuerbord. Oh, ich bin am falschen. Okay, können das Segel eigentlich schon wieder einholen. Anker setzen. Fertig machen zum Anker setzen, fertig machen zum Anker setzen, Anker setzen, Anker setzen. Captain, das ist zwar alles hier kleiner, aber ich kann das trotzdem nicht alles auf dem gleichzeitig machen. Ah, das ist schon okay so. Ach ja, naja. Ja, ja. Wir sind in einem zu schlechten Winkel für die Kanone. Das habe ich auch schon gedacht. Warum ist das so? Haben wir hier noch. Ja, man kann auch. Man kann übrigens auch Obstkisten verkaufen. Ach ja? Aber das war eine Kiste mit exotischer Seide. Irgendwo noch Kanonenkugeln drin? Nee, ich habe keine gesehen, nur Holz. Ja, das nehme ich noch mit. Ja, dann machen wir uns auf den Weg, ne? Fertig machen zum Anker einholen. Ich habe es richtig gesagt, oder? Ja, zum ersten Mal, Captain, nein. Ich weiß gar nicht. Aber wir müssen... Hey, da liegt da eine Kiste. Wo? Am Strand. Ja, da ist eine Kiste. Vielleicht kann ich die mit der Harpune. Ja, gute Idee. Ja, sie können das viel besser. Ich gucke ihnen aber dabei zu. Ja, der Schiff schwankt so oben. Mist, ich hab. Okay. Ich dachte, es geht schneller als rüber zu schwimmen, aber. Captain? Ernsthaft? Warte mal. Noch einfach nochmal dahin schießen. Yeah! Woo! Aber ich hab die Kiste. Warte, die Kiste ist hier. Nein, die Kiste ist. Die Kiste ist weg. Was? Aber hier unten funkelt was. Ich hab die so. Ich schmeiß die mal so weg, aber ich dachte, die treiben dann da im Wasser. Aber die treiben nicht im Wasser. Ich hab hier unten noch was. Doch, ich hab hier die Kiste. Ach cool, ich habe eine Schatzkiste gefunden noch. Aber das ist so eine Lieferkiste, ne? So eine Vorratskiste. Glaube ich, oder? Yay, Gold entdeckt. Ich habe eine Schatzkiste. Ich komme mit der Schatzkiste hoch. Sehr gut. Ich habe hier eine Lagerkiste. Okay, Captain, vielleicht sollten wir unsere Schätze wegbringen. In Sicherheit bringen. Auf jeden Fall. Ich dabei. Sie wissen schon, Captain, oder? Wir verbuddeln sie irgendwo auf einer Insel, ja, und malen eine Karte dafür. So, ich habe ein paar Maden gegessen, jetzt bin ich gut drauf. Anker einholen. Captain, wir müssen erst ein... Ich bin schon eingelenkt. Captain, Sie haben mich voll gereiert. Hä? Warum? Die Reihe da. Das ist doch widerlich, Captain. Ich sehe nicht. Hauptsache, die Arbeit funktioniert weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nach Süden. Oh, oh, Piraten haben's gut. Was halten Sie davon, ja, Steuerbord einen kleinen Schlenker zu machen und sich dieses Wrack da rechts anzusehen? Ja, das klingt nach einem Auftrag für die ADHS-Piraten. Captain, da... Ist das überhaupt ein Wrack oder ist das eine Insel?
ist eine Insel. Oh, drei Master. Eine Galeone, oder? Ja. Captain, vielleicht fahren wir doch besser die Schätze wegbringen. Ja. Aber da müssen wir nach Süden, meine ich. Überprüfen Sie erstmal, ob der Außenposten im Süden ist. Dann Mast aus dem Wasser? Ach, ich muss, glaube ich, in den Mast hoch. Captain, wir brauchen hier einen Aufzug. Weißen Sie, sind Sie verrückt? Wissen Sie, wie teuer sowas ist? Klettern schön! Trinken Sie halt nicht so viel Grog. Captain, Insel voraus, wir müssen uns... ans Backbord. Und dann schippern die Insel einfach. Backbord ist das Böde. Sie können wieder einlenken, Captain. Ich muss ja auch was einlenken. Ich muss ja auch ein bisschen das Segel und so und... So, jetzt! Captain, welche Flagge soll ich hissen, wenn ich gerade mal hier oben bin? Hissen Sie eine... Heute ist mir nach blau. Es gibt eine Flagge, dass wir Allianzen anbieten. Ah. Aber, na, ich glaube nur, wenn man... Soll ich die mal setzen? Nee. Tun Sie, was Ihnen Ihr Gefühl sagt. Steuerbord. Die Wolke sieht aus wie ein Schiff. Die Wolke sieht aus wie ein Schiff. Ja, aber da sollten wir hinfahren, nicht wahr? Aber erst die Schätze weg. Wir sollten erstmal die Schätze wegbringen. Absolut. Und ich. Unsere Gedanken nicht, beginnen jetzt super mit. Ich weiß nicht, sollen wir danach dieser Galeone versuchen, einen Besuch aufzunehmen? Ja, mir ist auch vielleicht danach. Können wir aber wieder Kontakt aufnehmen, Captain. Das war beim letzten Mal ja sehr erfolgreich. Die Bruderschaft der wenn sie auf die Bruderschaft der Piraten anspielen, dann kann ich Ihnen sagen, sie hatte Bestand. Für mit 30 Sekunden. Kann man sich nicht verbrüdern. Auch, man kann nur mit seinen Feinden Frieden schließen. Da ist was dran, Captain. Darüber muss ich nachdenken. Ja, mal selber gucken hier. Wir sind ja ganz schön hier. Wir sind ja ganz schön vom Kurs abgekommen hier. Ja, das ist... Captain, ich sage immer, ich muss den Wind... Ja, genau so klingen Sie, Captain. Mr. Tobi, ich muss Ihnen widersprechen. Liebe Leute, hier endet unsere kleine Ausflug mit der Schaluppe wieder mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, ein Abo da. Wenn nicht, trotzdem... Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüssi.